Guten Morgen, wir haben es 5:30. Ich bin heute schon früh wach. Es ist Karfreitag. Und der Plan ist, dass ich nach Bad Wurzach fahre und dort im Ries fotografieren werde. Mal schauen, wie es wird. So, in Bad Wurzach angekommen und ich habe auch schon eine Stelle gefunden, an der sich super fotografieren lässt. Ich mache jetzt hier eine Langzeitbelichtung in der Hoffnung, dass der Himmel einigermaßen schön verwischt. Also nicht der Himmel, sondern die Wolken natürlich. Und ich habe es jetzt schon ein paar Mal probiert. Ich habe einen ND1000 Filter drauf, Blende 9, ISO 200. Und hat jetzt vorhin schon mal 100 Sekunden belichtet und das war noch zu dunkel, also sprich, ich probiere es jetzt mal mit 1,5 Minuten aus. Ich habe es jetzt nicht ausgerechnet, wie lang die korrekte Belichtung dauert, deswegen probiere ich einfach mal rum. Pulfilter musste ich abmachen, weil mit dem ND-Filter hat es dann zu sehr vignettiert und dann hätte der Bildausschnitt nicht mehr gestimmt. Jetzt mit 100 Sekunden Belichtungszeit, Blende 9, ISO 100, bin ich dann relativ zufrieden mit der Aufnahme. Verlaufsfilter muss ich oftmals von Hand vors Objektiv halten, weil die Cook-in-P-Filter einfach zu klein sind für Vollformat 24 mm. Da bräuchte man dann größere Filter mit 150 bis 100 mm Abmaßen. Da ist es dann so, dass der Halter auch größer ist und eben nicht vignettiert bei 24 mm. Bei dem Cook-in-P-System, das ist kleiner, da ist es halt nicht der Fall, dass der Halter da vignettierungsfrei angebracht werden kann. Also sprich, man sieht ihn dann nachher in der Aufnahme. Deswegen halte ich den Filter immer vors Objektiv. Der Nachteil ist dran, dass man halt oft die Pfoten dann auf dem Foto hat und dann das Foto über öfters aufnehmen muss. Ja, zapfig kalt ist es. Ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, weil sie für heute eigentlich 14 Grad vorhergesagt haben. Aber die sind noch lange nicht erreicht. Einen Sonnenaufgang gab es jetzt leider auch nicht so, wie ich den mir vorgestellt habe, aber na gut, kann man nichts machen, gell? Das ist halt mal so, wenn man Landschaftsfotografie betreibt, dass nicht alles immer ideal läuft. Aber ist trotzdem schön hier. Der Riedsee, meine heißt er, ist schön zum Fotografieren. Es hat auch immer noch ein bisschen Nebel über dem Wasser, was gut zur Stimmung beiträgt. Und ich tingle jetzt mal weiter und schaue, was ich noch so finde. Wenn ihr mal in der Nähe von Bad Wurzach seid, hier ans Ries zu fahren. Ich habe jetzt schon etliche Fotos gemacht. Mir ist immer noch kalt und ich denke, ich werde jetzt meine Sachen zusammenpacken und mich so langsam zurück zum Auto machen. Vielleicht finde ich auf dem Weg noch ein, zwei lohnende Motive. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, lasst mir einen Daumen hoch da.
Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.